Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki Daily mit deiner Tagesdosis Angebewissen. Jenner hier, das ist der Till von Till und sein Vlog. Er ist YouTuber und hilft uns heute ein bisschen aus hier bei der Sendung. Und ich bin der Sashi und heute haben wir den 14. Mai. Und am 14. Mai haben wir wieder ein Geburtstagskind. Ich weiß gar nicht, wer ist das Geburtstagskind? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, genau hier, das ist er übrigens. Auch nicht richtig ein hübscher Typ, ne? Nicht wirklich. Ja, aber der hat heute Geburtstag und der ist ja der Begründer von Facebook. Genau. Und ich glaube, der muss nicht hübsch sein. Ich glaube, nee. Kohle macht auch der braucht, da eine Menge aus. Der braucht auch keinen langen oder sowas. Der muss einfach nur da sein, sozusagen. Ja. Ja. Ja, aber am 14. Mai 1993, da ist das Bündnis zwischen den Grünen und der ostdeutschen Partei Bündnis 90 zusammengeschlossen worden. War das eigentlich klar, wo das herkommt? Also Bündnis 90, die Grüne kennt man ja. Ja. Aber wie das dann halt gekommen ist, dass es eigentlich eine Ostpartei war und eine Westpartei, die dann zusammengeschlossen worden sind? Nein, ich habe immer gedacht, denen haben noch irgendwie welche gefehlt zum Wolle auffädeln wieder. Ja, 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 so war das auch. Ne? Aber dann haben sie gedacht, komm mal, dann machen wir das auch im Bundestag. Ne? Und so sind die dann zusammengekommen und das ist die Ostpartei, Bündnis 90 und die Grünen aus dem Westen haben sich zusammengeschlossen und dann wurde es Bündnis 90, die Grüne. Bis heute, ne? Also die sind ja, ach hier. Ja. Sind immer noch mit dabei. Ja, genau. Und da gibt es andere. Was haben wir am 14. Mai noch? Was haben wir noch? Wenn wir politisch bleiben, zum Beispiel wurde 1643 Ludwig der 14. zum König gekrönt. Das und ist was soll ich sagen? Der war noch nicht mal 5 Jahre alt da. 5 Jahre? Ja. Als König schon? Ja. Wann war das? 1900? Nee. Nein, nicht 19. 1643. Sind wir zu weit? Moment mal, das war jetzt ein anderer König. 1643. Das ist aber ein hässlicher 5-Jähriger. Ja, ja, nee, also wir haben es heute sowieso nicht mit so hübschen Menschen zu tun hier. Wie meine ich das bloß? Nee, Mark Zuckerberg. Ja, genau, geh mal. Mark Zuckerberg und hier Ludwig der wievielte? 14. Der 14. Kann man Sonnenkönig. Sonnenkönig, genau. Kann ich habe früher immer zu meiner Frau gesagt, so, schau mal, mein Sonnenkönig. Aber das ist was anderes. Ein Schmalz erzählst du hier. Ja. Und am 14. Mai 1962 hat die griechische Prinzessin Sophia den spanischen Thronanwärter Juan Carlos von Bourbon geheiratet. Also das ist dann halt der spätere König dann geworden, das ist dann Juan Carlos. Ne? Und die Sophia ist ja die Königin von Spanien. Ja, jetzt interessiert mich viel mehr mit dem Bourbon. Hat das was mit der Valinde zu tun? Weißt du das? Nein. immer so Fragen, so links und rechts, da muss man ja total viel recherchieren, das weiß ich doch nicht. Nee, nee, nee. Also Juan Carlos auf jeden Fall, der hat die Sophia geheiratet am 14. Mai. Und das 1962. Und wie lange waren sie verheiratet? Weißt du wahrscheinlich auch nicht. Bis heute. Bis heute. Ja, das ist schon mal. Immer. Also so immer. Königliche Brautpaare sind ja ewig. Immer verheiratet. Außer Charles und Di. Ja. Aber die waren ja auch keine Könige. Richtig, die waren das noch nicht. Nee, die waren das noch nicht. Aber wir schweifen ab. Ja, das war der 14. Mai. Der 14. Mai war, ist geprägt von hässlichen Protagonisten. Ja. Wer weiß. Hätte ich mal rasieren können. Habe ich doch. Ich hab mich echt rasiert vorher hier. Aber halt nicht so komplett. Das ist halt so mein Style, weißt du? Ach, okay. Ja, aber du musst gerade was erzählen. Ne? Ja. Das war der 14. Mai. Schaltet auch mal beim Till in seinen Kanal. Der macht ja so tägliche Vlogs. Ja? Mal gucken, was heute. Auch jeden Tag. Was er am 14. Mai. Du bist immer zwei Tage versetzt, ne? Richtig. Heute ist der 14. Mai und er zeigt, was er am 12. Mai erlebt hat. Ja, es war sicher spannend. Natürlich, dein Leben ist natürlich spannend, ist ja klar. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.